Hallo und wieder herzlich willkommen zu Far Cry 5. Wir sind immer noch dabei, die Insel zu befreien. Den Anrufbeantworter haben wir abgehört und wir sollen einen Bunker aus der Prepper-Szene genau untersuchen. So, wir können hier einen Haufen Seilrutschen benutzen. Ich weiß aber gar nicht, in welche Richtung. Ich denke mal, wir werden uns in die Richtung machen, weil der Bunker muss ja hier unten irgendwo sein. Der ist ja gar nicht so weit weg hier. Aber nicht, von da sind wir ja nicht gekommen, ne? Wir sind von da unten gekommen, da ist das Ding, wir sind von da hinten gekommen, ne? Kann ich jetzt runtergehen? Jetzt hat er es gemacht, jetzt geht er hier runter. Er rutscht. So. Stück für Stück gehen wir hier runter. Wie gesagt, ich bin da noch ein bisschen im Training und dann. Guck, hier sind wir. Genau, hier ist der Bunker. Wir sollen ja die gesamte Insel befreien. Aha. Cool. Okay. Hier ist nicht dunkel. Ich hab. Ach. Der ist unter Wasser. Was? Und da sollen wir durchtauchen? Wir werden erstmal kurz zum. Da ist noch so ein Bootschuppen und den gucken wir uns auch erstmal an hier. Ne, hier müssen wir rein, ne? Was? Da oben hätte ich auch noch irgendwo runterrutschen können. Hier ist eine Bootstanke. Guck an, da kann ich auch noch hoch. Gott, hier gibt es ja aber auch ordentliche Sachen zu untersuchen hier. Eine alte Fischerhütte. Das plündern wir. Gewehrmunition. Zwei Pfeile. Was wir mit den Pfeilen anstellen können, das. Verschlossen. Aber da unten können wir durchschwimmen, wenn ich mich nicht irre. Und da ist irgendwie was einzuschalten. Und das werden wir auch einschalten jetzt. Und da drüben auf der anderen Seite sind unsere Freunde von der Sekte. Und hier hört sich das recht strömlich an. Klettern. Aha. Und jetzt? Da. Jetzt haben wir irgendwas eingeschaltet. In der Hauptsache, das ist ein Kasten. Ach hier, nee, mit der Schaufel ist ganz gut. Also mit dem Paddel hätten wir uns auch wehren können. Das machen wir nicht. Schließen wir, da kommen wir da wieder raus. Genau, brauchen wir nicht mehr schwimmen. Hier hatten wir schon alles. So, da wollten wir erstmal noch nicht hoch. Da gehen wir später hin. Wir gucken uns erstmal. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier angestellt habe. Haben wir einen Bunker eingestellt? Nee, ne? Einen Bunker eingestellt, eine Pumpe eingestellt? Was hat er denn hier jetzt gemacht? Kann ich hier auch noch was machen? Ja! Sag ich doch, jetzt läuft die Pumpe. Sowas habe ich gesucht. Jetzt läuft das Wasser ab. Jetzt können wir hier weitergehen. Perfekt. Das haben wir. Das habe ich gesucht. Das hier, genau. Ne, Rohr haben wir. Guck, hier kannst du dir immer wieder verschiedene neue Waffen suchen. Aber die Schaufel, die ist genial hier. Das haben wir uns wieder. Ich weiß noch nicht, was ich mit den Pfeilen anstellen soll. Vielleicht kriegen wir noch einen Pümpel. Ne, eine Taschenlampe ist kein Pümpel. Aber ein bisschen schwimmt das hier noch. Weiter kann ich hin. Das war alles. Mehr hat er hier nicht verborgen. Ah, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Also mit der Schaufel und vor allen Dingen, ich finde die Schaufel besser. Die kann ich wie so ein Speer werfen.
Versunkene Schätze abgeschlossen. Alles klar. Prepare Schatz. Was ist das denn? Wenn du Eindruck hinterlassen möchtest, stell Sprengstoff her. Alles klar. Zum Glück haben die Leute alle Materialien gehortet, die man dafür braucht. Schnapp sie dir und fang an zu basteln. Ach, das ganze Geld kann ich auch noch alles nehmen. Jetzt bin ich auch noch voll. Verdammt. Was sind das? Pfeile, ne? Nee, tauschen will ich nicht. Nö. Nö, ich will beides haben. Also ich finde ein MP besser. Warum kann ich das jetzt nicht damit tauschen? Das ist ja böse. So, und wenn ich das nehme, dann habe ich hier 12 Pfeile. Ne. Tja, die müsste man auch nehmen können. Den Flitzbogen kann er doch oben rübernehmen. Verdammt, ey. Na gut. Sprengstoff herstellen soll ich, dachte er. Gut, mit der... Ja, aber dafür haben wir den Speer. Statt der Schaufel, das wäre cool. Aber ich finde, den Speer, also sprich die Schaufel, können wir mal wieder rausziehen. Hier ist noch ein Safe, ne? Ne, das sah so aus. Kohle, die können wir nehmen. Das brauchen wir nicht. Die ganze Kohle nehmen wir hier. Ich glaube, dafür können wir dann nachher auch irgendwelche Gegenstände kaufen. Nitro. Jetzt können wir irgendwas herstellen damit. Herstellung. Molotow-Cocktails. Sprengstoff am Waffenrad herstellen. Halte Q gedrückt, um das Waffenrad zu öffnen. Benutze meinen Fels. Klar. Wähle den Sprengstoff aus. Okay. So, jetzt können wir was machen? Zwei. Eine Sprengkapsel fehlt uns noch. Uns fehlt auf jeden Fall eine Sprengkapsel. Und da fehlt uns Schnaps. Und wieso haben wir das Inventar jetzt voll? Das haben wir auch noch nicht. Ein Köder brauchen wir, eine Rauchgranate. Ein Wurfmesser fehlt uns noch. So, was? Schnaps brauchen wir jetzt? Den Bogen will ich nicht. Finde ich das denn hier noch? Und wieso ist das Inventar voll? Mehr kann ich nicht nehmen. Was ist denn da noch? Kann ich noch irgendwas wegschmeißen hier? Unser Rucki-Sack ist ja hier. Was haben wir denn jetzt hier drin? Jetzt haben wir hier drin. Das sind... Schrauben sind das. So, was haben wir hier? Ein Gehäuse. Und was haben wir noch? Das ist unsere Karte. Schnaps. Nitro. Und eine Kapsel brauchen wir noch. Alles klar. Moment. Gesundheit. Danke. So. Ja, langsam. Moment! Was war das noch? Ja, haben wir doch. Ach so. Das habe ich doch alles. Und wie stelle ich das jetzt her? Mit Hilfe des Waffenrades? Warum so umständlich? Nein! Hoho! Alles klar, jetzt habe ich es gerafft.
Okay. Gut, das haben wir also hergestellt. Jetzt brauchen wir trotzdem noch Schnaps und den Bogen hätte ich gerne mitgenommen. Verdammt, komm, wir probieren ihn einmal aus. Einmal ausprobieren. Ist zwar ganz nett. Nee. Aber ich behalte lieber die MP. Ich glaube, jetzt haben wir hier auch einiges zusammen. Oh, die Anpassung an die Tageshelligkeit ist immer drastisch hier. So, da oben waren wir, das haben wir untersucht. Hier in dem Bunker waren wir. Wieso qualmt das? Lesen. Prepper-Notiz. Hi Mike, ich wollte in das unterirdische Versteck, aber es gab einen riesigen Rohrbruch und alles ist überflutet. Ich weiß nicht, was davon noch brauchbar ist. Wir brauchen Saft, damit die Pumpe das Wasser abpumpen kann. Ich weiß, dass der Schalter im Bootshaus ist, aber der ist abgeschlossen und du hast mir den Schlüssel nicht dagelassen. Also überlasse ich dir das dir, Garrett. So, das haben wir alles so gefunden. Und wir hätten hier vorher noch ein bisschen, guck, da hat er das alles hingeschmattert, das Wasser. Wir hätten das alles ein bisschen anders untersuchen müssen. Also die Reihenfolge war ein bisschen falsch. So, dann gehen wir jetzt hier mal wieder zum Bootshaus runter. Wir müssen hier wirklich tatsächlich alles untersuchen. Jede Ecke, glaube ich zumindest. Damit wir hier auch wirklich alle Sachen finden. Da sind Typen drüben. Was kann ich jetzt machen? Ach, einen Wegpunkt setzen. Alles klar. Vorrangiges Ziel. Alles klar. Und dann sucht er sich das aus. Gut, machen wir. Also wie in den anderen Far Cry Versionen funktioniert das hier ebenso. So, ja, schwimmen wir jetzt rüber oder welchen, wo wollen wir jetzt überhaupt hin? Ganz kurz Karte gucken. Wollen wir uns noch weiter... Da ist der Schrein. Eigentlich würde ich erstmal gerne zu dem Schrein hin. Schon wieder zurück, klar. Wir werden zu dem Schrein hin marschieren. Auf dem Wege zum Schrein. Das ist ja noch ein ganzes Ende, glaube ich, ne? Kann man den Bunker auch wieder zumachen? Nee, ne? Müssen wir noch mal wieder hoch, ne? Eine Schalldämpferwaffe wäre cool. Ja, dafür wären ja die Flitzbogen-Geschichten interessant gewesen. Aber wir werden erstmal eine Pistole nehmen. Und je nachdem, was da los ist, nähern wir uns wieder mit unserer Schaufel an. Das wäre ja auch ein Ding. Hä, was? Das haben sie mich fast entdeckt. Kann ich noch weiter tiefer gehen? Zerstöre das Eigentum der Sekte, um Widerstandspunkte zu erhalten. Ja, habe ich verstanden. Was für ein himmlischer Tag. Wie war, wie war. Oh, verdammt. 4 Leute, das habe ich verpennt. Das habe ich natürlich jetzt nicht kommen sehen, wirklich. Da habe ich den Mund ein bisschen zu voll genommen. Verdammt. Okay.
Da müssen wir uns nochmal einschleichen. Also da sind vier Leute. Er fängt immer hier mit dem letzten... Hirnspund, falls ja. Du mal nicht weiter weißt, schau nach weißen Symbolen auf deiner Karte und deinem Kompass. Die verschaffen dir eine Vorstellung, was als nächstes zu tun ist. Alles klar, nach weißen Symbolen sollen wir suchen. So, den haben wir hier untersucht. Und da, das ist noch geblieben und da müssen wir hin. Ja, vier Leute. Nach weißen Symbolen? Kann ich hier auch Map drücken? Ja, Map geht genauso. Weiße Symbole. Dutch Bunker, Johnsons Wachturm und Bootshaus am Silver Lake, da waren wir. Für Schnellreise nicht verfügbar. Aha. So, wo sind hier? Hier sind vier Leute. Zu viele. Das kann nicht gut sein. Wer schießt? Ich rücke vor. Du hast nicht die geringste Chance. Wo bist du? Für den Vater! Wo denn? Jetzt bist du dran. Das weiß ich. Aber jetzt bist du soweit. So, jetzt fehlt noch einer. Waren das nicht vier? Na komm, das waren noch vier, oder habe ich nur... Na? So, sein oder nicht sein ist hier die Frage. Was hab ich denn gemacht? Ach, du musst das abbrechen. Also das war nicht das Richtige. Habe ich jetzt noch eine? Das war es gewesen, den Schrein zerstört. Das war vor am Anfang nicht gezielt, genau. Und jetzt? Das waren bloß drei Leute gewesen? Scheiße, hör zu. Ich habe gerade gesehen, wie die Sekte unten an den Docks einen Typen einkassiert hat. Alles klar. Wenn du ihm hilfst, wird er dir vielleicht später mit der Waffe zur Seite stehen. Alles klar. Mach ich. Ich kümmere mich sofort. So, Sprengstoff haben wir. Mensch, ich muss aber erstmal hier alles einsammeln. Ich kann mich noch nicht mehr um andere kümmern. Jetzt schon in die Kiste? Guck mal, cool, ne? Bing. Hallo? Keiner sieht mich. Da bin ich. So, also unten bei den Docks. Da war ich doch gerade bei den Docks. Was haben wir denn jetzt überhaupt zerstört? Also da muss ich hin. Wo der gelbe Punkt ist. Na gut. Aber erstmal will ich die plündern. Den habe ich geplündert und den habe ich auch schon. Also da gehe ich rüber und dann... Ach so, da habe ich meine Schaufel das erste Mal hingeschmissen. Gut. Feine Sache. Kurzer Prozess. Wir werden uns jetzt erstmal schnell zu den Docks begeben. Ich werde hier von einer Mission zur anderen gescheucht. Oder ist es da schon, wo ich war? Mann, ich wollte noch ein bisschen plündern. Was? Rette das Mitglied des Widerstandes. Natürlich retten wir ihn. Wo denn? Ich sehe ihn, direkt da drüben.
weiß gar nicht, wo die sind. Was war es das? Meine Güte, war das aufregend. Ich habe gar nicht gesehen, wo die Alte ist, ey. Wo bist du, Kumpel? Ey, ich habe dir geholfen, wie findest du das? Anheuern. Yeah! Ich helfe gerne, wo ich kann. Das ist gut, Alter. Waldforschungsstation machen. Da wimmelt es von Kultisten. Das ist so eine Art Depot für ihr verdammtes Bliss. Schaltet sie aus und zeigt ihnen, dass wir uns nicht mehr rumschubsen lassen. Gebombt, Alter. So, nächster Punkt. Wahnsinn, wir werden von einem Ding zum anderen gescheucht hier. So, jetzt haben wir einen Kumpel. Den müssen wir natürlich auch beschützen. Aber ich muss hier auch erstmal ein bisschen gucken, ob ich noch irgendwas looten kann. Wieso kann ich das mal alles nicht mitnehmen? Das ist schade, ey. Ey, mach dich nicht so fett, Alter. Ich will dir nicht ins Wasser. Ich hab keine nassen Füße kriegen. So, Munition habe ich. Jetzt geht's ab. Ich dachte, ich finde den anderen Typen noch. So, mal sehen, wie wir da jetzt vorgehen am besten. Waldforschungsstation, ist klar. Da schreien sie auch schon wieder um Hilfe. Was ist das? Kann ich mich da irgendwo ranhängen? Was ist das? Hilfe auf Abrufsteuerung. Alles klar. Drücke G, um eine Hilfe auf Abruf zu einem bestimmten, also eine Hilfe auf Abruf zu einem bestimmten Ort zu bewegen. Anvisierten Gegner anzugreifen. Versuche unentdeckt. Solange eine Hilfe auf Abruf nicht entdeckt wurde, versuche unentdeckt zu bleiben. Alles klar. Also mit G und dann markieren. Und dann kann ich das machen. Das heißt. Psst. Feind gesichtet. Ich hab's auch bitte. Deckt mich. Bist du doof oder was? Du sollst hier bleiben, Junge. Machst du denn? Besseren Winkel. Ich auch. Jetzt wird's spannend. Wo ist er denn, der Typ? Wo ist denn unser Kumpel? Hä? Wo ist denn das blaue Zeug? Da hinten ist er hingewandert. Ach, da. Greift er den nur an, oder was? Das sind aber ganz schön viele, finde ich gerade, ne? Das ist ein bisschen unfair. Wir werden uns auch mit Wasser, aber Wasser ist immer doof, ne? So, hier sieht man mich nicht. Hier bin ich im Gebüsch. So, den würde ich ja gerne kriegen. Dank Josephs Lehren können wir aus Schrottbunker und aus Sündern Soldaten machen. Was? Rücke vor! Ich knöpfe ihn mir vor!
Ja, wo ist der Kumpel? Ach, mit deinem Kopf, alter Falter! Mann, nur! Oh. Wo ist denn der Kumpel? Der hat gar nichts gemacht! Ich hab hier alles alleine geregelt, wer war? Die Forschungsstation ist geräumt, sehr gut! Na, toll! Ihr habt ihnen den Arsch versohlt und die wo ist mein Spaten? Kommen sicher nicht so schnell zurück. Und wenn du schon mal da bist, sieh dich um, ob es noch Überlebende gibt. Ja, tolle Wurst! Wo ist mein Spaten? Das hätten wir mal gleich machen sollen. So, wo ist mein Spaten? Der ist besser. Jetzt haben wir wieder 32 Schuss. Alles klar. Sehr gut. Perfekt. Was haben wir hier jetzt? Ach so. Die haben da irgendwelche giftigen Substanzen. Deswegen. So haben wir jetzt. Hat sich das gelohnt? Das denn? Wieso 31 Schloss? Vorhin hatte ich doch noch 32 gehabt. Na gut. So. Was haben wir jetzt hier noch? Straßenbesen. Das ist immer gut. Straße. Haben wir hier Schnaps? Schnaps zum Herstellen von Dynamite? Mensch, wo ist denn der andere Typ? Der ist da drin oder was? Der sappelt sich da einen ab oder was? Hier sind überall so eine komischen Giftfässer, finde ich. Das kann ja auch nicht gerade gesund sein. Wenn ich sterbe, dann aber mit Würde. Tu doch was. Du bist ein Engel. Ich weiß. Dafür nicht. Den muss ich befreien. Alles klar. Labert da einen vor sich hin und betet da. Anstatt mal um Hilfe zu rufen. Geld. Was mache ich mit dem ganzen Geld? Das brauche ich. Was ist hier noch? Kann ich hier noch einen Kühlschrank? Hast du mal Zeit? Klar, was brauchst du? Die Sekte treibt dich schon seit Wochen auf der Insel herum. Sieht so aus, als wollten sie eine Operationsbasis in dieser alten Ranger-Station einrichten. Okay, okay. Also, Ranger-Station, Außenposten. Ein Periodensystem. Oder das Periodensystem an sich. Wieso kann ich das jetzt nicht nehmen? Das ist doch Alkohol. Was war das eben? Ich kann jetzt hier nur mit ihm reden. Ne? Doch. Sektenschrein. Die Ernte hat begonnen. Der Vater hat uns aufgetragen, diese Schreine in der ganzen Region aufzubauen, um sein Wort zu verbreiten. Sobald sie errichtet sind, werden die Sünder versuchen, sie zu schänden. Deshalb müssen wir sie um jeden Preis verteidigen. Sie stellen diese Schreine auf, damit die Weisheit des Vaters hier Wurzeln schlagen und wachsen kann. Für Edens geht. Die sind überhaupt nicht fanatisch. Kann ich hier noch irgendwas Schönes mitnehmen? Was, wieso? Ich kann jetzt nur mit ihm quatschen, oder was? Mit ihm haben wir aber schon gequatscht. Und er hat uns auch alles erzählt. Jetzt muss ich einfach weitergehen. Kann ich den auch noch rekrutieren? Nee, ne? Den kann ich nicht rekrutieren. Tja, das wäre cool. Gut, da brauche ich bloß gegenrammeln gegen die Tür und dann geht die auf. Da ist auch schon wieder so eine giftige Substanz. Kann ich die Schüssel hier noch klein hacken?
damit die keine Signale mehr von sich. Und jetzt will ich aber nicht hier rüber schwimmen. Da ist der schon rüber geschwommen. Der hat ja wohl eine Meise oder was? Was ist das hier? Hier war ich noch nicht. So, Pistolenmunition ist voll. Ja, das weiß ich selber. Da, guck mal, der badet da hinten. Na, wie toll. So, gut. Wenn er da hinten badet, ja, dann schwimmen wir auch gleich rüber. Aber fürs Erste ist schon mal wieder die Folge zu Ende. Und ich möchte mich erstmal wieder verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.